Die Kreuzigung von Jesus aus Johannes 19. Jesus trug sein Kreuz und ging hinaus zu dem Ort, der Schädelstätte genannt wird, der auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb auch eine Überschrift und setzte sie auf das Kreuz. Dort war geschrieben: Jesus, der Nazarener, der König der Juden. Diese Überschrift lasen viele Juden, denn der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nah bei der Stadt. Und es war auf Hebräisch, Griechisch und Lateinisch geschrieben. Da sagten die Hohepriester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Die Soldaten aber nahmen, als sie Jesus gekreuzigt hatten, seine Kleider und machten vier Teile, jedem Soldaten einen Teil, dazu auch den Rock. Der Rock aber war nahtlos von oben an durchgewebt. Da sagten sie zueinander: Lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. So wurde die Schrift erfüllt, die sagt: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, sprach er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach sprach er zu dem Jünger: Sieh, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, sprach er, damit die Schrift erfüllt würde: Ich habe Durst. Da stand ein Gefäß von Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf einen Isopstengel und hielten es ihm an den Mund. Als Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht, neigte den Kopf und übergab den Geist. Gottes Liebe sei. Er liebt uns ohne Maße, hat seinen Sohn an unserer Statt für alles büßen lassen, als alle Sünde auf ihn lag. Der Vater sein Gesicht verbarg, als er der Auserwählte starb, gab er uns neues Leben. Ich schaue auf den Mann am Kreuz, kann Schuld dort sehe und voll Beschämung sehe ich mich bei den Spöttern stehe. Für meine Sünden hing er dort, sie brachten ihn ums Leben. Sterben hat's
sie ausgelöscht. Ich weiß, mir ist vergeben. Ich werde keiner Macht der Welt und keiner Weisheit trauen. Auf Jesu Tod und Auferstehen will ich mein Leben bauen. Ich hab das alles nicht verdient, ich leb durch seine Gnade. Sein Blut bezahlt für meine Schuld, damit ich Frieden habe. Ich wünsche euch einen gesegneten Karfreitag. Jesus starb für uns. Die gute Nachricht in diesem Tod zu entdecken, darum geht's heute in unseren Gottesdiensten, zu denen ich euch ganz, ganz herzlich einlade, um 10 Uhr hier in Springstille und um 14 Uhr in Breitenbach. Seid behütet, ihr Lieben, seid gesegnet, passt gut auf euch auf, passt aufeinander auf und bis morgen.